Wir sind wieder in Kreuper bei Maxit, wo das letzte Bauteil an seinen Platz gehoben wird. Die vier Silos wurden schon vor einer Woche aufgebaut. Nach 6 Monaten Planung und Fertigung wurde vor 5 Wochen vor Ort alles montiert. Nach einiger Zeit waren die Probleme gelöst und es konnte losgehen. Das Anheben erforderte von allen Beteiligten viel Erfahrung und präzises Arbeiten. Der leitende Bauleiter, Diplom-Ingenieur Thomas Klamke, erläutert uns kurz was zum Baugeschehen. Ich bin Diplom-Ingenieur Thomas Klamke, ansässig in Potsdam und Münchenroda und möchte Ihnen heute kurz das Investitionsobjekt der Maxit Kreuper GmbH vorstellen. Maxit Kreuper hat in 4 neue Silos investiert, um die Verladekapazität, zum Beispiel während eines Stillstands der Mühlentechnik, aufrechtzuerhalten. Maxit hat mit dem Dienstleister Grenzebach aus Bad Hersfeld einen Aufstellungsplan erarbeitet, der das Ziel vorgibt, wie diese ganze Anlage arbeiten soll und was sie leisten soll. Die Anlage besteht aus erstens dem Fundament, das die Firma Bauunternehmen Ralf Holstein aus Neustadt an der Orla errichtet hat. Zweitens der Stahlkonstruktion, auf der die Silos stehen, die unser Unternehmen konzipiert, fertigen lassen hat und montieren lassen hat. Und drittens den Siloanlagen, die die Firma Umtec Halle GmbH geliefert hat. Oben auf den Silos steht ein sogenanntes Penthouse, das die Maschinentechnik und die Filtertechnik auf den Silos vor dem Wetter schützt. In der vergangenen Woche wurde bereits die Montage der 4 Silos dokumentiert. Heute schließen wir die Arbeiten ab, indem wir das Penthouse ziehen und auf den 4 Silos oben aufsetzen und verschrauben. Damit sind die Montagearbeiten für dieses Objekt abgeschlossen. Das Team von Diplom-Ingenieur Thomas Klamke aus Potsdam und Münchenroda zeichnet verantwortlich für die komplette statische Planung vom Penthouse über die Silos, die Stahlkonstruktion bis hin zu den Fundamenten. Weiterhin haben wir mit unserem Partner Schweißtechnik Brese, Herrn Jens-Peter Gorski, die Stahlkonstruktion geliefert und mit Regisa Anlagenmontagen, kurz genannt RAM, aus Regis Breitingen die komplette Montage realisiert. Bezüglich der Fundamente haben wir hier eine Überraschung erlebt. Normalerweise sind die Anlagenbauer froh, wenn der Rohbau mit seinem Gewerk auf dem Grundstück bleibt. Hier war es so, dass Ralf Holstein aus Neustadt an der Orla eine Toleranz von plus minus 2 mm auf 15,5 Metern hingelegt hat. Das war phänomenal. So etwas sind wir sonst nur von den Uhrmachern aus der Schweiz gewohnt. Insgesamt wurden ca. 130 Tonnen Stahl zu der vor uns stehenden Anlage verarbeitet. Das sogenannte Penthouse steht nun an seinem Platz, was sich anfangs als nicht ganz einfach herausstellte.